Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatoris zu einem weiteren Teil von Let's Play Europa Universalis 4 mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen Granada und gerade eben noch im Krieg mit Aragorn und eigentlich hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, dass wir vielleicht es noch schaffen, Savoyen zu belagern, aber Savoyen hat einfach unfassbar viele Festungen. Also ich weiß nicht, ob wir das so gut hinkriegen. Das müssen wir mal gucken. Im letzten Teil haben wir hier einige Festungen einnehmen können. Ich will mal gleich schauen, vielleicht können wir Tunesien hier noch was übertragen. Und wir sollten auf jeden Fall Beziehungen verbessern bei der Provence. Wenn wir die letzte Festung eingenommen haben, dann können wir bei Aragon es auf jeden Fall dann auch gut sein lassen. Mit dem Spionagenetzwerk. Jetzt wird hier unsere Flotte angegriffen. Aber wir sind schon auf dem Weg rüber, ne? Oder ich habe die schon... Ja, ich habe die schon bewegt, alles klar. Ja, ich glaube, also wenn wir Glück haben, gewinnen wir das sogar. Drückt uns mal die Daumen. Jawohl, okay, gut. Was haben wir verloren? Ein Leichtschiff. Kann ich mit leben. Schön, wir haben unsere Flotten wieder zusammengezogen. Fantastico. Ja, lass dich da mal reparieren. Da ist alles gut. Nimm du die zwei hier schon mit. So, du... Achso, du bist nur angeschlossen, ne? Ja. Wir haben keinen, der belagern kann, ne? Kannst nicht anschließen, sondern Anschluss erlauben, ne? Aber das habe ich schon eingestellt. Okay, dann gehst du hier hin. Und du gehst bitte hier hin. Und Feuer frei. Ah, Moment, warte mal ganz kurz. Wann hast du das Ding hier belagert? Vier Tage. Ist jetzt auch kein Schiff dabei, was so richtig angeschlagen ist. Na komm, dann mach das doch. Jawohl. Ja, sauber. Komm, das Gewinn war so easy, hä? Huh? Kampfstärke Galeeren plus 10%. Sauber. Psst. Da hat es gerade wieder so ein bisschen geruckelt und ich denke dann immer, no, du verlierst gleich hier irgendwie nochmal das Game, ne? Okay, ne, lauf hier hin. Ich glaube, da können wir am meisten plündern auf jeden Fall erstmal. Oh, da ist auch noch was unterwegs hier. Was geht denn da ab? Das sind, naja, das ist so ein Transportschiff-Battle, ne? Okay, dann machen wir folgendes. Du hast nur 70, du hast 62, aber das reicht erstmal. Die Flotte von ihm flüchtet. Ja, die kann eigentlich nur hierhin flüchten, ne? Und dann machst du hier bitte das und das. Teilst du mal auf und dann schickst du die beide mal darüber. Vielleicht können wir da noch irgendwie wirken, ja? Er haut ab, sehr gut. Okay, und dann kannst du jetzt hierhin wirken. Reichsreform, okay, ja. Für uns gerade noch nicht so erheblich. Irgendwas hier unten noch sieht noch nicht so aus, ne? Okay. Gut. Die Armee bitte einmal hier hin. Die Truppe hier hin. Also irgendwas, also... Dieses Spiel leckt doch ohne Ende. Ich drücke diese Taste und entweder geht die Pause gar nicht raus oder sie geht an und direkt wieder aus. Also das ist doch verrückt. Ich benutze dieses, das ist mein Gaming-Pad, mein Orb-Weaver, Chroma. Das benutze ich seit Ewigkeiten. Das funktioniert in allen Spielen, aber in EU4 funktioniert das seit einiger Zeit nicht mehr richtig gut. Und ich glaube, es liegt wirklich an EU4. Fährst du mal bitte darüber? Okay. Hier, seht ihr es? Ich drücke drauf und die Pause geht wieder aus. Das ist brutal. So heftig leckt das Spiel hier. Muss ich das jetzt so spielen, oder was?
bin gerade ein bisschen enttäuscht. Okay, kommst du, wenn du dahin fährst, bist du am 30. da, super. Ja, dann kannst du jetzt wieder raus, ne? Dann sind wir nämlich wieder fit. Planung ist alles. Okay, dann machen wir das jetzt hier mit der Tastatur. Und vergessen das Gaming Pad. Vergesst das Gaming Pad. 6%, okay. Ja, wenn wir die Hauptstadt von dem bekämen, ne? Aber das ist wieder so räudig. Ich sage, das kriegen, die kriegen wir halt wahrscheinlich einfach nicht, ne? Wenn die Festung hier fällt, ich glaube, ich fahre nochmal in den Hafen zurück. Ne? Ich meine, da ist noch ein schweres Schiff dabei, ne? Da kann immerhin noch ein bisschen... gut... Die Flotte da ist schon deutlich geschwächt, ne? Ey, weißt du was? Lass mal gerade hier hin. Wenn wir das schaffen, seine Flotte da wegzuklatschen, das wäre voll gut. Mein Admiral ist gestorben, okay. Fahren wir ganz schnell dahin. Oh, cool, meine Truppen sind exiliert worden. For no reason. Ja, fein. So, und dann bitte die hier einmal abspalten. Für einen kleinen Moment hier runterschicken. Ich stelle nur einen Typen darauf, dass diese Belagerung da weiterläuft, ne? So, jetzt muss ich ein bisschen langsamer spielen. Guck mal, Savoyen ist zurück. Da unten. Attack. Super, ist gerade keiner in der Nähe. Dann nehmen wir nämlich ganz schnell die muslimische Düll-Infanterie. Kommen wir gerade aus der Provence zurück. Ich habe 1% Kriegsschein gegen dich. Dass wir deine Flotte ausgeschaltet haben, hat dich offenbar nicht so sehr gestört. Wie viele Truppen hängen da gerade dran? 9000? Okay, gut. Welcher Militärzugang fehlt jetzt gerade? Keiner. Ist also mal wieder ein bekannter Bug. Und offenbar, ja genau, der Bug entsteht dadurch, dass ich meine Truppen hier abgespalten habe, ne? Okay, dann hoffen wir mal, dass wir jetzt hier in diesem Belagerungstick, ja gut, wir kriegen Morferrat, das ist super, dann kann ich dich nämlich in einem Separatfrieden jetzt rauslösen. Und ich kann sogar sagen, ich hätte gerne Kriegsreparationen.
vorteilhaft. Warum? Warum? Weil wir durch England nicht durchkommen. Ah, okay. Aber das eben war, das lag daran, weil halt hier die Festung war, ich hier die Truppen abgespalten habe, die sind nach Nizza gelaufen, dann haben die hier ihre Return Province gehabt, dann konnten die hierhin nicht weiterlaufen, aus irgendeinem Grund, weil die nur auf diese Festung drauflaufen können oder irgend so ein Quatsch, ne? Also, ja. Supi. Auf die ganzen Paar- und 90er-Schiffe. Die nimmst du einmal schnell mit hier rein. So. So, dann stellst du mir die nämlich mal wieder hier draußen hin. Wir verbinden dich hier mit den Truppen und wir verbessern die Beziehungen mit England. Sind wir über 50, das ist okay. Wenn die nicht in eine Koalition reinjoinen, schätze ich. Prozent. Juhu, Fanatiker. Ah, geil, wir haben Roussillon eingenommen. Okay, super, dann kannst du jetzt hier raus. So. Frieden verhandeln. Und zwar, ich hätte gerne alle Provinzen, die mir zustehen. Das geht. Cool. Geben wir... wir brauchen auf jeden Fall Kriegsreparationen auch. Geben wir Tunesien noch was? Ja, ich würde schon sagen, ne? Also hier Malta sollten wir Tunesien geben. €472, das ist auch ganz gut, ne? Also wir müssen uns halt vor Augen führen, was ist die Perspektive gegen Aragon? Also sobald wir nochmal einen Krieg gegen Aragon finden, wir müssen halt diese Drecksinseln alle wieder einnehmen. Gut, wenn wir die schon mal los sind, dann ist geil, ne? Wenn wir halt hier, weiß ich nicht, das Gerümpel hier mitnehmen, ne? Da müssen wir uns ja auch die Frage stellen, ne, was ist uns das wert? Also ich meine, das sind mir diese Provinzen eigentlich nicht wert. Wenn ihr versteht, was ich meine, ne? Wir könnten sagen, wir geben Tunesien Messina. Das könnte sich noch, lasst mal kurz gucken. Shift-rechte Maustastbetrag auf 0 setzen. Okay, nice. Ja, geht nicht, ne? Warum geht das nicht? Die wollen das nicht, oder was? Tunesien wünscht Messina nicht, ey. Boah. Wow, okay. Ja.
Okay, dann müssten wir. England ist nicht hier drin, ne? Okay. Wir gehen hier hin mit 25% Beziehungen verbessern. Wir nehmen den Typen aus Sevilla. In 8 Tagen ist er da. Also diese paar Heretiker, die machen da, glaube ich, erstmal nichts. Und die machen, glaube ich, auch nichts wirklich aus. Wir sind nicht so heftig über Truppen. Wir haben halt die ganzen Festungen von Aragorn halt. Das macht's halt teuer, ne? Wenn die da Provinzen besetzen, ist nicht so schlimm. Dann machst du bitte hier. Beziehungen verbessern 15. Insbesondere eben halt Frankreich und England, ne? An denen ist mir gelegen. Also die anderen Länder, die sind erstmal nicht so entscheidend, ne? Hier und hier, England muss raus. Da brauchen wir noch irgendwie, wir brauchen bei England noch ein paar Pünktchen, ne? Oh Gott. Es ist nicht gesagt, dass England sofort da drauf springt, ne? Ich muss irgendwann wieder hier durch, ne? Nee, nee, nee. Okay, lass uns noch einen Monat warten, ob England auf 53 oder... Egal. Zu spät, schon geklickt. Okay. Jetzt zeig mir die Provinz. Ja, nicer Shit auf jeden Fall. Okay. Ja, wir nehmen den. Ich glaube, wir nehmen den Typen, um die Beziehungen zu verbessern. Erstmal. Zahlen wir aber ein paar Darlehen zurück. Die Festung hier behalten wir, die Festung da behalten wir auch. Die Festungen behalten wir erstmal. So, dann motten wir die ein. Ja. Dann verlegen wir unsere... Verlegen wir jetzt unsere Hauptstadt noch? Also ich... Ich finde das strategisch ungeschickt. Also gut, Castello könnte ja eher noch so, könnte auch noch so eine Idee sein eigentlich. Da können wir das Ding wenigstens gut entwickeln, ne? Nur, also ganz ehrlich, ne? Krieg mit Kastilien. Warum wollen wir unsere Hauptstadt da oben haben? Wir verlegen unsere Hauptstadt nach Dara. So. Wir saugen hier einmal die Entwicklung bitte raus. Wir saugen hier einmal bitte die Entwicklung raus. Und hier können wir nichts raussaugen, das ist zu wenig, ne? So. Ja, dann haben wir hier auch direkt ein bisschen Entwicklung drin. Da können wir mit leben. Du bist exiliert, ne? Exiliert heißt, wir können auch hier nicht auf die Mütze bekommen. Dann kannst du da reinlaufen, ne? So, wir koren. Wir verringern Kriegsmüdigkeit, weil wir keine Aufstände haben wollen.
Und wir erhöhen hier die Autonomie, weil wir keine Aufstände haben wollen. Okay. Savoyen ist mir vollkommen egal. Die Ottos hassen uns, begehren Provinzen. Was? Ach so, ich dachte, okay, sorry, ja, mein Fehler. What? Ja. Okay, Tlemcen ist mir egal. Novara ist nicht so wichtig. Fuhr ist nicht so wichtig. Savoyen haben wir Waffenstillstand. Venedig kommt mit 58. Beziehungen verbessern. Überdehnung. Aggressive Expansion 28. Okay, naja. So, wir haben neue Söldner. Wir haben den Eroberungskriegsgrund gegen Aragon verloren, aber wir können ja noch einen Anspruch auf Tarragona fingieren oder auf Saragossa. Ist immerhin ein wichtiges Handelszentrum, ne? Na, wir nehmen erstmal. Ja, ich glaube, wir nehmen erstmal Tarragona. Ja, so nehmen wir die beiden. So, uns fehlen zwei Transportschiffe. Zwei Galeeren. Also wir haben zwei Galeeren verloren. Ist aber erstmal in Ordnung, ne? So, du warst jetzt einen Monat in Venedig. Du wartest einen Monat ab. Ja, wir haben einen Kriegsgrund gegen Aragorn. Warte, vergiss dein Gaming-Pad gerade mal. So, komm du mal aus Venedig zurück. Danke. So, die Kriegsreparationen machen einfach echt viel Kohle geradeaus. Und die Steuereinnahmen sind auch ganz nice. Cool, wir sind fast schuldenfrei. Es ist ja echt, das ist ja echt gut gelaufen erstmal, ne? Ja, das musst du auf jeden Fall jetzt weiterlaufen lassen bis zum bitteren Ende. Guck mal, die sind fast unter 50 bei der AE. So, wir gucken mal gerade, wie sieht's denn hier mit den Gefallen aus? 48 bei dir und 15 bei dir nur, okay. Dann, wir könnten Kohle oder Rekrutenreserven nehmen. Wir nehmen einmal die Kohle, dann können wir nämlich unser letztes Darlehen damit auch schon mal tilgen. So, der kostet uns 1,1 monatlich, der Diplomatieberater. Den nehmen wir jetzt erstmal auf, denn er sorgt ja dafür, also erstmal haben wir hier plus 20% Beziehungen verbessern und hier haben wir nochmal 10% Beziehungen, nochmal plus 20% Beziehungen verbessern. Dadurch sind wir ja schon mal in der relativ komfortablen Lage. Achso, warte mal ganz kurz. Was sagen meine Händler? Habe ich die überhaupt schon überall umgestellt? Ja, habe ich, ne? Okay. Denn auch durch die Händler müssen wir das natürlich irgendwie ein bisschen ins Werk setzen, ne? So, 6 Stück. In die Hauptstadt. Wie lange dauert das? 23. Februar ist gut. Und wieder hier hoch.
Du hast Schulden? Okay. Okay. Wir schauen nochmal bei den Beziehungen. Also ideal sehen wir jetzt natürlich auch noch hier die aggressive Expansion. Ne? Das sind, okay, gut. Das sind dann eher so die Nachbarländer halt bei uns. Ne? Frankreich haben wir die AE drin. Provence haben wir AE drin. Wollten ja bei denen aber auch uns eigentlich auf freundlich setzen. Okay, geht jetzt hier nicht. Hier ist ein bisschen AE mit Pound 30. Bei Genua ist es 31, bei Burgund sind es 30. Florenz 27, Papst 38. Okay, also wir wollen verhindern, dass der Papst in irgendeine Koalition mit uns einsteigt, weil der dann auf ganz dämliche Ideen kommt. So nennt sich unter Umständen auch mal Kreuzzug. Ne, ihr kennt den Kokolores, den er da so manchmal veranstaltet. 19. März, super. Okay. Du kommst auch mal hier runter. Ich halte es für besser, wenn wir nach Dara fahren. Mach du mal den Anführer da raus. Das sind algerische Nationalisten, okay. Die weltlichen Ulema, juhu! Wir verlieren wieder Zeug und kriegen wieder einen Haufen Mist um die Ohren gehauen. Okay, also 2 Punkte Korruption und reduzierte Steuereinnahmen ist eigentlich nicht zu leisten, ne? Eher, dass die Ulema Loyalität verlieren. Wir würden 2 Punkte Korruption auch verlieren. Dann würde ich auch vorschlagen, dann entwerten wir einmal unsere Währung. Verlieren jetzt die 2 Punkte Korruption wieder. Ja. Wir haben dann ein bisschen Geld gemacht. Nächste Regierungsreform. Steuereinnahmen oder Rekrutenreserven? Rekrutenreserven. Ein Punkt Merkantilismus für 25. Diplomat I'm in. Ja, okay, gut. Tunesien macht die platt. Das ist gut. Ja, dann schauen wir nochmal hier kurz in der Übersicht zur aggressiven Expansion. Guck mal, wir haben sogar aggressive Expansion in Polen und in Litauen gekriegt. Die sind sehr interessiert daran zu sehen, was da so mit Aragon passiert ist, ne? Also was ich jetzt halt hier eigentlich sehe, ist ein sehr stark geschwächtes England durch den Rosenkrieg und gegebenenfalls eine Kriegserklärung Frankreichs. Die haben halt nur sehr wenig Rekrutenreserven. Ein talentierter Richter. Lokale Kosten für Gebäude minus 15%, lokale Unruhe reduziert. Oder wir kriegen einen Theologen, der günstiger für uns ist. Welches Gebiet geht's hier? Granada-Gebiet. Ja, Unruhe haben wir da sowieso nicht. Gebäudekosten haben wir da sowieso auch nicht. Und günstigere Staaten 25%. Wir würden wie viel sparen? Okay, irgendwas mit 0, und ein paar gequetschte. Nicht wirklich sinnvoll. Das sollten wir auf jeden Fall starten.
Und dann hauen wir da den Heiligen Orden der Shadili rein. Ja gut, wir nehmen dann halt den Typen, ne? Okay, gehen wir in den Legalismus oder Mystik? Wir sind momentan noch Richtung Legalismus unterwegs. Dann gehen wir das jetzt einmal konsequent weiter. Also, man sollte da mal gucken, wenn du da bei Pound 50% bist oder so, lohnt sich das in der Regel, da dann auch erstmal weiterzugehen und das dann halt nachher nochmal zu ändern, ne? Dann 46 und 140, ja. 64, in 6 Jahren geht es nochmal hier rund. Aber ich würde hier eigentlich behaupten. Schau mal, die haben nur noch 1000 Rekrutenreserven. Die haben nur 7000 Rekrutenreserven. Das kann mir doch keiner erzählen, dass die Franzosen da keinen Krieg gegen den gewinnen. Und wenn die Briten sich ein Beispiel an mir nehmen, dann wissen die, da wird der Thron, dieser Thronprätendent wird wahrscheinlich etwas schlechter dargestellt, als er tatsächlich ist, ne? Kannst du mir hier noch eine Inf mit reinnehmen? Einfach nur, damit wir da auch dann auf voller Stärke sind. Das ist besser, wenn wir bei 100% unseres Truppenlimits auch sind. Ich meine, 15 Regimenter kriegen wir so schnell nicht zusammen, ne? Also 12 halt, ne? Vielleicht 12 könnte realistisch sein, wenn wir nur einen Punkt drüber gehen. Zu viel können wir nicht drüber gehen, das wird wahnsinnig teuer für uns und insbesondere dann, wenn nach 10 Jahren die Kriegsreparationen abgelaufen sind. Ich meine, das sorgt momentan für gute Einnahmen, ne? Du bist nur noch mit Luca verbündet? Okay. Guck mal da, Genfischer Unabhängigkeitskrieg. Ne? Das machen die natürlich nicht, während ich Krieg gegen Savoyen führe. Ne? Ja, da laufen die nicht über. Ne? Ich weiß aber auch tatsächlich jetzt gerade nicht genau, ob das geht. Also mit Tunesien bin ich schon mal ganz glücklich. Mein Hauptstadt hier 15 und 15 Entwicklung, ja. Okay. Haben ein bisschen Institutionsverbreitung in Granada. 0,08 monatlich. Ach du meine Fresse. Ja gut, wenn wir jetzt halt auch ein paar Nachbarn hätten, mit denen wir uns gut verstehen, würden die das schon fördern, dann wäre das etwas hilfreicher, ne? Von daher, also ich schiele auch schon so ein bisschen in Richtung Balearen, so ein bisschen in Richtung Korsika, so ein bisschen in Richtung Sardinien, Sizilien. So, je näher wir da dran sind, desto besser ist das natürlich. So, gucken, wie wir da einladen, ne? Ja, vielleicht noch so als ein kleiner Exkurs an dieser Stelle. Also, so könnten wir es vielleicht versuchen, ein bisschen zu erklären. Weil das so was ist, was ich mich immer gefragt habe. Aber kleinen Moment noch. Also, ich wollte auf so einen Aspekt eingehen, der mich selbst interessiert hat, weil ich das nie so genau ja, bewusst wahrgenommen habe. Aber ja, ich fand es eigentlich ganz interessant, warum wir halt eben immer diesen Widerstreit zwischen Legalismus und Mystik haben. Ne? Also, ich meine, ne, man liest sich mal so den Tooltip irgendwie durch, ne? Aber so wirklich bin ich der Sache nie nachgegangen und ich habe mich da jetzt mal kurzfristig eingelesen. Ich muss jetzt allerdings dazu sagen, ich bin ja kein Religionswissenschaftler und kein Islamexperte oder so.
Ich möchte aber trotzdem natürlich gut informiert sein, wenn ich über sowas rede, ne? Von daher, also hier das Buch von Heinz Halm, Der Islam, Geschichte und Gegenwart. Findet ihr übrigens auch in der Videobeschreibung mit einem Amazon-Partner-Link von mir. Wenn ihr das da kauft, dann kriege ich eine Provision. Das ist mein Werbehinweis an euch. Ihr könnt das aber auch machen, um meinen Kanal zu unterstützen. Das Buch kostet euch dadurch auch nicht mehr. Okay, also damit erstmal dazu, ne? Ich habe auch die Erfahrung gemacht, immer wieder mal, also es gibt offenbar auch so immer wieder mal Leute, die haben so eine sehr spezielle Auffassung von Islam und halten das dann für alles für bare Münze. Und vielleicht ist das manchmal etwas schwierig, mit solchen Leuten ins Gespräch zu kommen, weil die dann schon, ja, die verstehen dann unter den Begriffen, die ich jetzt verwende, vielleicht auch was anderes als das, was ich eigentlich meine oder so. Und da möchte ich einfach nochmal darauf hinweisen, ich versuche das ja alles nach bestem Wissen und Gewissen zu machen und freue mich natürlich über Anregungen, ne? Ich will jetzt aber nicht über Islam an sich reden, sondern hier speziell über diesen Aspekt der Mystik. Tasawuf wird das, glaube ich, ausgesprochen. Ich kann kein Arabisch, also von daher, ne, seht es mir einfach nach. Ich spreche das alles fürchterlich aus, aber das ist dann halt so. Hier lesen wir im Tooltip, ne, die Pietät eures Herrschers wird von verschiedenen Handlungen beeinflusst. Ereignisse wirken sich in beide Richtungen der Skala aus. Kriegserklärungen gegen Ungläubige führen zu einer Erhöhung, wohingegen Kriegserklärungen gegen Glaubensbrüder zu einer Abnahme führen. Die Art der Pietät eures Herrschers wird sich auf die Loyalität eurer Stände auswirken. Ich finde das insofern sehr bemerkenswert. Also es gibt tatsächlich im Islam einen eigenen Bereich der Mystik, den es, ich sag mal so, diese Unterscheidung zwischen Legalismus und Mystik, die gibt es wahrscheinlich in allen monotheistischen Religionen oder in allen Religionen, die irgendwelche Gesetzeskorpora und Regeln aufgestellt haben, nach denen man sich richten muss. Was jetzt hier im Islam eine Rolle spielt, ist der Umstand, dass Mystik von den, also besonders häufig kennt man die unter dem Begriff Derwisch oder Sufi, das sind so ganz markante Persönlichkeiten der Mystik und die betrachten die Scharia als Gesetzgebung nicht so formal, wie man das jetzt mit normalen Gesetzen eben macht, sondern die sind der festen Überzeugung, dass sich hinter der niedergeschriebenen Scharia, den äußeren Geboten, dass sich dahinter noch weitere Gebote oder Gesetze eben verbergen, die wir so als Menschen nicht wahrnehmen. Und aufgrund dieses Unterschiedes, dieser verborgenen Wahrheit, ich glaube, Hakika wird das ausgesprochen, aufgrund dieser verborgenen Wahrheit hinterfragen die Scharia gewissermaßen und nehmen die nicht ganz so genau. Das ist jetzt aber jetzt nicht so, als gäbe es da einen konsequenten Widerstreit oder so. Also die stellen das jetzt auch nicht komplett in Frage, sondern das ist halt eben eine typische Bewegung, die wir aus vielen anderen Religionen eben auch kennen, also aus dem Christentum zum Beispiel, insbesondere aus dem frühen Christentum. Und wenn ich jetzt da auch frühes Christentum sage, dann meine ich jetzt nicht unbedingt nur das Katholische, sondern eben auch das Koptische zum Beispiel. Nämlich diese Personen, die als Mystiker eben bekannt sind. Ich habe ja eben schon gesagt, es gibt die Sufi einerseits, beziehungsweise die Derwische, das sind ja unterschiedliche Bezeichnungen dafür. Die Mystiker sind Arme und Asketen. Und daher kommt auch hier der Begriff. Man nennt sie manchmal im Arabischen eben auch Fakir, ne? Oder eben Derwisch. Derwisch ist dann die persische Variante davon. Und benannt werden sie manchmal eben auch nach dieser Wollkutte, die die tragen. Suf wird die genannt. Deswegen bezeichnet man die manchmal eben auch als Sufi. Und das mystische Streben dann eben als Tasawuf, dieses sich in Wolle kleiden, könnte man das vielleicht übersetzen. Und diese
diese Personen, diese Armen, diese Mystiker, die leben häufig, ich habe es ja eben angesprochen, die leben häufig als Asket. Mit wem bist du da gerade im Krieg? Übrigens mit mir, interessant. Die leben häufig als Asketen. Das ist zum Beispiel total typisch hier in Nordafrika, in Ägypten und so. Da gibt's sehr viele. Das sind ja auch Gebiete, wo sich frühe christliche Gemeinden eben zum Beispiel auch formen. Aber eben dieses Asketentum, das ist auch ein Merkmal des Islam. Das gibt's dort eben auch. Und wir müssen uns das auch ein bisschen aus der Zeit heraus vorstellen. Die Leute haben an Wunder geglaubt, an übernatürliche Kräfte, an ein übernatürliches Wirken, das die Welt durchdringt. Und in dem Zusammenhang glaubte man, dass es Personen gibt, die sich diese übernatürlichen Kräfte irgendwie zu Nutzen machen könnten. Und es gab zahlreiche Leute, wirklich zahlreiche Leute, die glaubten, sie können das auch selbst tun. Das ist nicht unbedingt ein Widerspruch zu der Religion, in der die sich bewegen. Wir alle wissen, dass Religionen in diesen Zeiten nichts Homogenes sind, sondern dass es gerade immer wieder Unterschiede gibt zu dem, was die offizielle Dogmatik dieser Religion fordert und was dann tatsächlich von den Leuten gelebt wird. Und diese Leute haben sich vielleicht für was Auserwähltes gehalten oder... ja, für eine besondere Persönlichkeit. Dieses asketische Leben, das sind dann Leute, die machen dann irgendwelche Rituale, die legen sich einen Gelübde auf und versuchen dadurch selbst dem göttlichen Wirken eben näher zu kommen oder diesen göttlichen Wahrheiten, die sich hinter dem verbergen, was man als kodifizierte Wahrheiten eben so aufgenommen hat. Und für viele Leute muss das ja damals auch beeindruckend gewesen sein. Wenn dann zum Beispiel jemand in der Lage ist, sich auf so ein Nagelbrett zu legen, ist jetzt ein halbwegs modernes Beispiel, was dieser eurozentristischen Kuriositätenlust entspricht, die man gegenüber dem Orient entwickelt hat. Aber gut, nehmen wir das jetzt nur mal als Beispiel, dass da Leute Ewigkeiten auf einer Säule verharren können, ohne irgendwie essen, trinken, aufs Klo gehen oder sonst was eben zu müssen. Das haben die Leute für was ganz Besonderes gehalten, denn es gab ja auch kaum Möglichkeiten, sowas zu überprüfen, ob das mit rechten Dingen halt eben zugeht. Jetzt gibt es in diesen Kontexten aber auch immer noch ein anderes Phänomen, nämlich dass der, was hier als Legalismus bezeichnet wird, eben als, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Dogmatik, beziehungsweise als das, was die kodifizierte Gesetzgebung hier eben speziell die Scharia eben ausweist. Und das sorgt natürlich dafür, dass es immer wieder Spannungsverhältnisse gibt und solche Leute auch mal hin und wieder hingerichtet werden und auf dem Scheiterhaufen landen, in Europa zum Beispiel. Wir kennen das auch bei allen möglichen Kindern, die irgendwie als Heilige zu Lebzeiten verehrt werden. Es gibt ja auch bei diesem Kinderkreuzzug, war man ja auch der Meinung, dass der vielleicht durch solche kindliche heilige Gestalten eben ausgerufen worden sein könnte und viele andere Dinge auch. Diese Personen halten sich für was ganz Spezielles, weil sie der Meinung sind, sie hätten eine übernatürliche Gabe. In der damaligen Zeit ist das dann aber immer dann gefährlich, wenn man mit den offiziellen Vertretern dieser Religion in Kontakt kommt, wie zum Beispiel eben dem Kölner Erzbistum oder so, ja. Da hört der Spaß dann nämlich ganz schnell auf und dann ist es auf einmal nichts mehr Tolles. Wenn man meint, eine übersinnliche Gabe zu haben, dann muss man sich unter Umständen nämlich vor einem Gericht verantworten. Ähnliches gibt es sowas und sowas gibt es auch im Islam. Diese Derwische, die Sufi, die formen Ordensgemeinschaften sogar. Es gibt eine sehr wichtige Lehrer-Schüler-Beziehung. Eine große Bedeutung spielt dabei eben, dass man nur von seinem Meister erlernen kann, nur von seinem Meister in die Geheimnisse der Mystik eben eingeweiht werden kann. Machen die unterschiedliche Sachen, flöten, spielen, sich in Trance tanzen und so weiter. Das sind ja auch Sachen, die auf Außenstehende ganz fantastisch wirken können.
Und wie gesagt, die gründen zum Beispiel Orden, zum Beispiel Abd al-Qadir al-Jilani heißt er, dessen Grab in Bagdad eben bis heute übrigens noch verehrt wird. Es gibt dann, also das ist dann der Orden der Qadiriyya, oder es gibt auch noch den Orden der Malaviyya. Der hat sein Zentrum in der heutigen Türkei in Konya, meine ich, und der geht auch eben auf einen bedeutenden Mystiker zurück. Diese, wie gesagt, diese Heiligtümer der Mystiker, die werden heute teilweise eben immer noch verehrt. In Nordafrika gab es einen großen Derwischorden, der bei der Verbreitung des Islam eine wichtige Rolle gespielt hat. Also, ne, diese Ordensgemeinschaften können wir hier eben auch gründen. Okay, ich zeig's mir nochmal so, bitte, da. Da, hier unten, ne? Hier können wir diese heiligen Orden eben gründen. Zeigen wir übrigens nochmal Qadiri und Aisawam. Ja, müsste ich jetzt nochmal genau nachgucken, wo die jetzt herkommen. Auf jeden Fall, diese Orden spielen eben auch eine sehr wichtige Rolle bei der Verbreitung des Islam zum Beispiel. Und manche dieser Mystiker, die wurden eben über ihren Tod hinaus noch verehrt und lange Zeit auch noch weiter verehrt als sozusagen als Heilige, vielleicht um mal so einen Begriff aus der Kategorie zu verwenden. Dabei muss man jetzt natürlich unterscheiden, ne? Also die Pilgerfahrt nach Mekka ist was anderes jetzt zum Beispiel als die Pilgerfahrt zu dem Grab von so einem Sufi. Ja, das ist nochmal ein großer Unterschied. Ne? Das ist jetzt nicht so, ob ich jetzt eine Wallfahrt nach Lourdes oder nach Rom mache oder so. Das ist einfach nochmal, im Islam ist das nochmal ein deutlich qualitativer Unterschied. Und kann man auf jeden Fall nicht gleichsetzen. Trotzdem, wie gesagt, also die werden trotzdem noch von manchen Leuten eben sehr deutlich verehrt. Häufiger waren dann auch diese Gräber auch sehr prunkvoll errichtet teilweise, ne, weil diese Leute auch einen großen Einfluss dann natürlich hatten. Dann in der Hand von ihren Nachfahren, die dann damit auch ganz gut Kasse gemacht haben. Das darf man in dem Zusammenhang natürlich auch nicht vergessen. Das Ganze kommt, aber wir kommen nicht um die Tatsache drum rum, auch so ein bisschen dann uns der Frage zu widmen, oder vielleicht können wir das mal in einem folgenden Teil noch tun, inwiefern Heiligenverehrung im Islam überhaupt möglich ist. Ne? Also in der katholischen Kirche ist es ja durchaus üblich, im Islam ist das nochmal stärker umstritten. Und da ist der Alleinvertretungsanspruch vielleicht nochmal ein, oder der Alleinvertretungsanspruch des Propheten ist vielleicht nochmal was anderes als jetzt halt hier eben der Alleinvertretungsanspruch des Papstes. Übrigens, dass diese Heiligenverehrung im Islam nach wie vor eben sehr umstritten ist, hat man zum Beispiel daran auch gesehen, dass zum Beispiel eben die Anhänger der Scharia das häufig eben auch als Ketzerei gedeutet haben, so eine Art, in Anführungszeichen, unislamisches Verhalten. Und die saudischen Wahhabiten haben dann zum Beispiel auch die Grabstätten der schiitischen Imame in Medina und im Irak zerstören lassen. Das darf man auch nicht vergessen, also auch, das gibt es eben halt, ne, also das ist dann nochmal so eine, so, das ist dann halt nochmal wieder ein wichtiges Detail, dass man da nochmal unterscheiden muss, welche Auslegung des Islam dann da eben noch verfolgt wird und welche Auslegung des Islam dann da auch jedenfalls noch dahinter steht. Ne? Also, ja. Wie gesagt, ich kenne mich damit jetzt nur eher oberflächlich aus, aber trotzdem finde ich, ist das ein interessantes Thema und ich freue mich natürlich auch auf eure Fragen und wünsche euch erstmal alles Gute. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Bis dahin, Pax Vobiscum, Valete.